Okay, super. Max ist ran. Ja, Max ist ran, super. Das nennst du Timo. Ja, das ist doch Bombe, wie er sich da ranmacht an das Schwänzchen. An. Ja, ja, er kriegt sie. Was? Hallo, my dear, und herzlich willkommen hier zum Let's Play War Thunder. Zu einer. Hast du uns gerade Reh genannt? My dear. Er hat irgendwas von dem Traktor erzählt. Heute mit War Thunder englische Runde hier mit mir, Michael Cooper, und wie ihr gehört habt, mit dem Mann, der gerne als Reh durch die Sherwood Forest hüpft. Der ist für Max dann. Was stimmt denn bei dir nicht, ey? Das frage ich mich auch gerade. Was? Was stimmt eigentlich mit dir nicht? Und natürlich den Mann, der gerne mit seinem Pfeil Jungfrauen jagt und gerne Strumpfhosen trägt, dem Robin TH. Die hat lange keiner mehr auf den Balkon geschissen, oder? Das kann doch nicht wahr sein. Heute die englische Runde. Später. Nee, ich muss mal hier, ne, wir haben nämlich, also ich habe jetzt endlich mal die ganz berühmte Lancaster und deswegen machen wir heute mal eine Runde mit der Lancaster, der TH wenn du, auch. Wenn du einen riesigen Haufen bei dir auf dem Balkon findest, weißt du, weil der ist. Ich sag schon noch. Okay, dann tue ich dir halt auf deine Leute, ach nee, geht ja nicht mehr. Das ist gut, okay. Jetzt ziehen wir drei. Entschuldige, das war zu viel. Entschuldige, das war gemein. Das tut mir leid. Das war gemein, das tut mir leid. Nein, das tut mir leid. So. Gut. Ne, und der Sir Max, der tut uns heute mal Fliegerbegleitschutz geben, ne? Oder wie ist es? Warte, so, wir ja, tun hatten, mal... Hatten die Briten nicht. Der verdient vielleicht viel Fliegermeilen, aber mehr auch nicht. Wir nehmen aber heute mal bloß die 500, ich kann nämlich noch 1000 LB-Bomben reinmachen, die hab ich die? Bin ich du? Ach da. Aber, das wären dann zwei, aber wir tun lieber eine Basis machen und jeweils eine und zusammenfliegen, ne? Lass mal so, ich bin bereit, wir hauen mal rein, mal sehen. Wir haben sie eben angetestet. Viel Verteidigung hat sie nie, deswegen habe ich eigentlich gesagt, TH, bleib mal nicht so weit weg, dass wir das Feuer vereinigen können. Genau, TH, gib mir mal ein bisschen was von deinem Glück ab. Ja, gib mal ein bisschen was von deinem Gaijin-Boost ab. Das stimmt denn mit euch nicht? Also, hast du zufällig eine 4-Links-12-7er auf dem Dach kleben? Der hat es bestimmt, weißt du, so drinnen, der fährt die dann aus, wenn keiner guckt, weißt du? Deswegen will er nicht nah ran, dass ich es nicht sehe, weißt du? Der fährt ihn immer aus, wenn keiner guckt, das wäre peinlich. Vor allen Dingen im Park, ne? Was? Der geht doch nicht raus. Was? Stimmt denn mit nicht? Stimmt, dann online im Park. Ich bin froh, wenn ich nicht raus muss. Gibt es da so einen Online-Simulator hier irgendwie? Exhibitionisten-Simulator oder sowas? Nein, hab ich nicht geguckt. Okay. Was denn jetzt schon wieder? Hast du schon geguckt? Okay. So, okay, bin bereit. Dann haben wir. Das ist eine verdammt kleine Map, ne? Also. Was? Ach so, Map. So, wo fliegen wir denn hin? Wo fliegen die anderen hin? Was hat der denn? Eine G8? Ja, was ist das denn? G8N ist Japaner. Ja, ich würde gerade sagen, das sieht aus wie ein Japaner. Aber die ist relativ leicht. F8F. Wie so ein großen Bomber. Der fliegt aber schon rechts. Eine PB4? Ne, dann fliegen wir nach links rüber. Na los, dann. Dann tut er einfach mal. Ganz links? Pingen. Den zweiten und nicht nur den. Ach, okay, mach. Wer war das jetzt? Keine Ahnung, mega. Das hier, der unter uns hier, die AM1. Also flieg mal erstmal das linke in der Mitte an und dann vielleicht irgendwie rum. Wir gucken mal, ob wir es schaffen. Wir müssen nacheinander bleiben, zusammenbleiben. Ich gehe mal auf 97 runter. Du kannst auf 100 das da, oder 94 bin ich jetzt. Dass wir zusammenbleiben, dass wir. So. Läuft es bei euch nicht gut? Müsst ihr eine Paartherapie? Was? Ihr wollt zusammenbleiben? Ja, wir wollen zusammen. Nee. Unausgesprochene Dinge? So nicht. Wir wollten ja mit dir zusammenbleiben, aber du treibst dich immer woanders rum, du perverses Dreckschwein. Ich
Ich meine, ich persönlich fühle mich ja jetzt schon ganz schön einsam, weißt du? Weil ich meine, ich bin hier auf 4500 Meter und werde komplett alleine gelassen. Wo ist er denn? Hä? Unter dir links? Ich bin auf 4400 Meter, hörst du mir nicht zu? Also muss ich unter dir sein, wenn du höher bist. Merkst du was? So, magst du? Ich sehe dich nicht. Vor dir, rechts, ein wenig unten. Rechts? Oh, du hast mich schon überholt. Ich gehe runter, damit du rankommen kannst. Ja, ich frage mich, warum du so langsam wirst die ganze Zeit. Nee, hab ich ja doch gesagt. Nee, mach Gummi, ich bin schon vorbei. Dann geh du mal ein Stück runter. Nee, du brauchst bloß auf Gummi gehen und ein bisschen sinken. Mach ich doch schon. Ich geh runter und love me tender, love me love. Ich hab nicht gesagt, du sollst blasen, du sollst sinken. Ach, singen, dachte ich. Hä? Wie kommst du jetzt sinken, auf Blasen? Sinken. Ich danke, das ist das Niveau, soll sinken. Ja. Du bist immer noch schneller, Digga. Natürlich bin ich immer noch schneller. Welcher Dicker? Ich hab mehr. Weißt du, umso mehr Gewicht, umso schneller fällst du. Also bist du in einem gewissen Grad. Gott, ein U88. Das wäre noch 88. Lasse Bomben, lasse Bomben, lasse Bomben, lasse Bomben. Hey, 177. Oh oh. Ah ne, ist ein Bomber. Der Fette. Da hab ich Not wieder drin, ne? Alter, wir müssen zusammenbleiben. Das ist hier. Das ist ja. Der X, der also, Fritz. Wir sind ja hochgematcht. Ist ja 6-0. Das ist ja die 288, die U. Ah, scheiße. Da müssen wir gerade zusammenbleiben. Ja. Komm, kuscheln. Ich ab. Du Ego. Ich bin doch schon vom Gas gegangen. Ich hab doch. Ego-Pups, scheiße, war denn das? Ich überholt ne 177. Also ich kann gleich werfen. Jo. 3, 2, 1, alles raus, meins. Okay, dann dreh zum rechten Ziel ab. Ich drehe zum rechten Ziel ab. Und dann drehe ich auch zum rechten Ziel ab und wir treffen uns dort. Sozusagen ist es ja nicht weit weg, also es ist sozusagen ein Nahziel. Nahziel, genau, wir sind Briten. Deswegen müssen wir ein Nahziel abschießen. Ist ja ein rechtes Ziel. Ist ja ein Nahziel. Sehr gut kombiniert. Da kommt eine BF-109 auf mich zu. Soll ich die ablenken, damit du werfen kannst, oder was? Das wäre vielleicht lieb von dir. Du kannst die ablenken, dass ich werfen kann, aber ablenken reicht. Ich will die aber nicht ablenken. So nah musst du jetzt nehmen. Komm schon. Die steigt. Steigt. Okay, sind alle raus. Ich komme gerade so auf 370 kmh. Jetzt Richtung Max. Wo ist Max? Hinter euch. Ich bin jetzt am ersten Bodenziel. Was macht... Nasifeier. Ach, Krise. Die will steigen, oder was? Okay, dann drehen wir Richtung... Wo willst du denn hin? Ich bin hinter dir. Du bist jetzt... Ja, ich bin jetzt... Du bist Fuhrer-Flugzeug. Ich bin Fuhrer? Ne, du kannst hier... Scheiße. Die kommt. Okay, ich gehe Richtung, ich drehe ab, dass Max uns vielleicht noch mitkriegt. Ja, ich bin auf eurer Höhe, ich bin auf 4,2. Ja, dann drehen wir ab. Hast du geworfen? Ich habe schon geworfen, ja. Ich dann bin zurück. Voll. Oh, also die eine BF macht der PBY hinterher, der PB4J, die alle auf 7 hoch. Okay, wir der Black Falcon folgt dir. Wir fliegen zum Hauptflughafen, ne? Aber ich fliege noch nicht ganz, damit du in meine Nähe kommst, fliege ich bitte neben den. Kommst du alles an mich gut, ran? Ich bin am bisschen sinken, weil ich bin nicht mehr als 400 kommst du eh nicht, aber. Wir müssen aber irgendwie zusammenkommen, wir können so müssen unser Feuer vereinen. Okay, ich gehe runter, ich bin nur. Wie viel kmh hast du drauf? Die 190 kommt auf jeden Fall in meine Richtung. Ich bin auf der 440 Geschwindigkeit. Okay, ich bin auf absoluter, ja. Okay, ich steige hoch langsam auf 440. Okay, ich gehe runter. Okay, ich tue Bremsklappen ausfahren. Ach, haben wir ja keine. War ein Witz übrigens. Also ich habe wirklich den Knopf gedrückt, aber... Komm jetzt, ran. Jetzt, wir brauchen gute Bremse. Ja, nee, ich will bremsen, dass ich bei dir bin, wenn die reinkommt. Okay, super. Max ist ran. Ja, Max ist ran, super.
Das nennst du Timo. Ja, das ist doch Bombe, wie er sich da ranmacht an das Schwänzchen. Er kriegt sie. Was? Bitte? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sieht, Max, danke. Ja. Oh. Ja, Spannung hier zu verfolgen, aber nicht, dass wir das hier. Die qualmen schon ganz schön. Ja, Max, hau jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ab. Du hast uns geschützt, das ist sehr gut. Ihr könnt weiterfliegen, ist das wunderschön. Ja, sehr gut, danke dir. Und die 190 hat irgendwie ein Speed verloren, auf jeden Fall. Ja, ja, die ist. Die ja, verdammt, und vor allen Dingen auch. Die ist nur am Schießen, also die wird gleich alle sein. Ja, die hat irgendeinen Schaden weg, auf jeden Fall. Ja, ich geh mal auf 20% runter, dass ich hier ein bisschen sinken kann. Ja, ich mach aus. Komm mal ruhig noch ein Stück ran. Ja, die geht runter, die 190, ja, definitiv. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das nenne ich so mal Bombe Teamarbeit. Ach, da geht mir ein ab. Okay. Gott, ich bin mit dem Ding noch gar nicht gelandet. Du hast die erwischt, auf jeden Fall, die 190. Ja. Die ist ganz halt mit Fahrwerk draußen geflogen, habe ich gerade gesehen. Okay. Ey, Tietz, jetzt bist du da. Ne, ich denke mal, die wollte einfach hart bremsen. Hat sie ja auch in dem Moment. Aber ich hab's einfach so kritisch getroffen mit den großen MKs. Ja, ich lande auf dem Kleinen und mach mich dann schon wieder auf die Socken, bis ihr gestartet seid. Ja, Bombe, das ist immer eine Aussage. Ja. Okay, wollen wir strugglen und dann landen wir? Es ist nicht mehr viel übrig. Also wenn ihr versucht, auf Bodenziele zu werfen, relativ. Statt auf die Base. Ich drehe jetzt erstmal in nach rechts oder links? Ja, ich muss so. In Bremskurve. Ja. Ja, genau, also richtig. Eine Bremsschleife. Weil die 288 wird nur Besen bekloppen. Auf Besen bringen im Grunde kaum Punkte, wir sind jetzt Punkte gleich. Also Bodenangriffspunkte bringen die Besen so nicht. Gut wie nicht. Also sollen wir hier irgendwie irgendwas Flächenbomben machen? Versuchen, Bodenziele wegzumachen. Dann machen wir. Ja, also. Müssen wir ja theoretisch, ja. Aber das. Beschissen mit den Dingern. Da kannst du maximal im Tiefflug über so eine Fahrzeugkolonne machen. Ja, nee, dann müssen wir nicht ganz so, sondern 1000 Meter und dann. Genau, dann 30 bis 60 Meter und dann. Ihren Schwanz abreißen. Was? Au. Richtig. Ein bisschen weit ausgeholt, fällt mir gerade auf. Also die F4U startet gerade wieder und zwar leer und die F8F. Mit Bomben, so wie es aussieht. Ich habe leider noch keine Bombenmöglichkeit. Wir verlieren hart Punkte, weil wir noch KI-Flugzeuge in Luft haben. Also die Gegner. Ordentlich. Ich bin in 60 Sekunden wieder luftbereit. Okay, wir sind gerade am Landen. Ja, ihr könnt ja von dort in unsere Richtung steigen. Ich guck mal, dass ich so hoch wie möglich komme. Ja, wie gesagt, wenn wir Bodenziele, dann machen wir Bodenziele halt. Ja, ich kann ja aber wie gesagt, trotzdem über euch sein. Da fliege ich so ein Fahrzeugkonvoi an. Genau. So, ne? Ja, aber ich kann ja trotzdem über euch fliegen. Weißt du? Ja, natürlich. Bringt mir ja nichts, wenn ich auf eurer Höhe fliege. Dann bin ich ja recht energiebenachteiligt. Richtig. Ach, ganz sanft habe ich sie aufgesetzt. Du bist geblindjagt, Hirsch. Ja, okay. Wenn ich hier in Ruhe nachgetankt habe und sowas. Also du musst aber auf dem Flughafen aufsetzen, ne? Oh Gott, ich setze nicht ganz auf den Flughafen. Doch, ich hab genau auf dem Flughafen. Aber was war denn das jetzt? Ja, ich bin extra ein bisschen beiseite. Oder? Warum ist mir mein Fahrwerk weggebrochen? Ey, ich bin voll sanft. Bist du jetzt so hart aufgeditscht? Nee, ich bin ganz sanft. Weil du bist hart aufgeditscht? Nee, eben nie. Ja, da warst du zu langsam. Du bist so aufgeditscht. Ach nee, das Fahrwerk... Nee. Das Fahrwerk war wahrscheinlich nicht ganz draußen. Das fährt so langsam aus, ne? Ja, also das machst du noch ein bisschen eher raus. Ich hab's zu spät wahrscheinlich. Das war glaube ich noch nicht ganz raus. Ich bin, weißt du, wie zärtlich? Also ich hab gestreichelt, hab ich das Ding. Okay, Hugh ist down. Okay, ich hab noch... Ohne, dass irgendeiner von den beiden Schaden gekriegt hat. Ich hab noch 8 Sekunden soll... ich nehme auch wieder die 500 Bomben, sonst bin ich zu lahm, oder? Wenn ich jetzt die 1000 LB reinhaue. So. Klappen raus. Und gib ihm. Dann fliegt ja am besten erstmal Richtung... Linke Seite vom Teich. Linke Seite. Rechte Seite vom Teich. Oder ihr macht die linke Seite vom Teich. Also oben gesehen jetzt von der Karte aus.
von euch jetzt gesehen. Fliegt ihr einfach geradeaus, da kommen zwei Kolonnen genau auf euch zu. Okay. Ich habe keine Notleistung mehr. Ne? Das ist oft gebraucht, verbraucht sich auf Notleistung. Ach du Scheiße, ich Uni. Echt? Was war das denn? Jetzt willst du auch nicht. Naja, gut. Mit 180 müsste man eigentlich abheben können. Na hoffentlich, dass die sind mich schwör. Ja, geht. Ich drehe ein bisschen nach links rüber. Nicht, Alter. Ja, das Fahrwerk geht relativ langsam. Da ist wahrscheinlich zu wenig gebraucht. Wenn es jetzt scheiße läuft, bin ich bisschen, du musst ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufbauen, nicht so hochziehen. Ja, ja. Ja, jetzt bin ich im 2 gegen 1. Ah, die ist echt schwerfällig, oder? Ja, also beim Stoppen wurde ja. Gehen die jetzt eigentlich ganz gut? Du darfst sie bloß nicht so hochziehen, du musst sie mit dem Radar stellen. Ja, ja. Wenn du Verwirbelungen hinter dir lässt, dann bist du zu steil gestellt. Ja, ist ja klar, meistens auch trotzdem. Ich bin jetzt trotzdem mit ein bisschen Verwirbelung habe ich trotzdem noch. So, hey, das ist natürlich eine verdammt scheiße Idee gerade. Aber ich komme nicht weg. Die F8 fliegt weg. Na super. Scheiße, die fliegen auf uns zu, die Jagd 3, sehe ich. Ja, weil ich versuche wegzufliegen. Naja, also ich gehe jetzt. Wo sind da zwei Kolonnen? Was nimmst du? Auf ganz leichte Steigung und auf Schützenansicht. Viel mehr kann man jetzt erstmal nicht machen. Ja, da könnte vielleicht bloß für Verwirrung sorgen, dass ich ins Drehen komme. Oder ich mach mal. Ja, dann musst du. Wir machen mal einen ganz hoppen Hasen. Genau, am besten unter uns. Hab's in Brand geschossen, aber ich brenne hoch. Und löschen kann ich noch nicht. Na, fuck. Komm schon. Okay, down. Aua, da kommt noch was. Scheiße. Aua, ich hab Flugzeug gehabt. Die Jagd 3 habe ich. Ja. Ah, ich hab die Dings hab ich angeschossen. Da kommt Benzin raus. Aua, ich bin tot. Fuck. Ja, das hat sie definitiv von Leistung. Hast du verloren? Ja, die hab schon Motor getroffen, die Christe. Warte, ich geh bei. Tietz, du bist. Ich geh bei Max rein. Ich bin down. Ist auch down, bist schon weg. Ah, beide sind down. Ah, da brennen wir beide. Die 111er, die 109er ist schon weg. Hab ich gleich kurz nach dir. Ah, sehr gut. Ich hatte seinen Motor erwischt. Also die F8 ist abgestürzt. Das ist sehr gut, da haben wir wenigstens noch zwei runtergeholt. Weil die Luce doch noch erwischt hat. Ah, ich hab einen Abschuss, immerhin. Mit der Lancaster, das muss erstmal. Das muss ich hinkriegen. So, wie viel sind denn jetzt noch an? Ich hatte bloß Glück, dass ich da in Breit geschossen habe. Ist bloß noch Max, glaube ich. Ja, guter Max. Und ich wäre als Gegner? Zwei noch. 288er, so wie es aussieht. Ja, der eine hat 5,18 Kilo geworfen. Bumm, das andere wird keine 88er sein. Aber die eine ja. Okay, sehr gut. Einzige, was ich machen kann, ist versuchen, die KI-Ziele rauszunehmen, dass sie keine Punkte mehr generieren. Ja. Ja. Dass wir mehr Punkte machen. Ey, die Dinger angezündet kriegst du, oder? Ja. Ja, ich habe keine großen Kaliber mehr. Das dürfte auch das letzte sein. Das gibt's ja nie. Ey, dahinter ist eins. Ja.
Du hast 600 Schuss von dem kleinen Kaliber. Geht runter. Ah, die wird werfen. Also. Die werfen mal, okay. Ja, 7-7er. Das sind bloß 7-7er, also. Ich weiß. Das macht keinen Schaden. Also haben wir noch eine U88 oder die wissen wir nicht, wo die sind, ne? U288 und irgendwas, was noch bis jetzt gerade. Ja, bei 5,18 geworfenen Tonnen, das wird eine U288 sein. Und das andere will ich nicht. Scheiße. Ja, aber es ist bloß noch eine Base da, ne? Die andere Base sind noch drin. Aber wir haben 1, 2, 3, 4 Ziel. 2, 3, 4, 5, 6 KI, KIs. KI-Bomber noch. Und die haben doch so noch 2. Naja, aber. Da hinten kommt eine He 177 A5. Ja, ich bin ja, der sein mit der Bombe. Die ist noch da. Die 400. Die ist noch da. Die 177, das scheiße. Das sind theoretisch bloß 2 Bomber. Ja. Aber die, die 288 ist definitiv richtig gut verteidigt, ne? Die 177 geht, glaube ich. Die ist mittelmäßig, aber die ist dafür relativ schnell. Blump. War kurz ganz schön langsam. Musste die Klappen wieder reinnehmen und Vollgas gehen. Fuck, fuck, fuck. Kuba, was sagt deine Zeit? Wir sind jetzt bei 22 Minuten. Mach das noch mal gucken. Vielleicht kriegen wir das noch aus der Jagd noch mal eine. Ja, wenn da gehe ich nämlich jetzt raus. Scheiße. Nee, das lohnt sich jetzt nicht. Ja. Nee, du kannst ruhig. Spiel ruhig, spiel ruhig weiter. Das ist gerade spannend. Es sind noch 6 Minuten. Also. Versuch noch mal eine runter zu kriegen. Komm. Genau, noch mal richtig eine runterholen. Also, ja, also eine. Also, alles komm. So weit oben. Probier es einfach. Probier. Einfach probieren. Ja, ich nehme noch Zeit. 288 frontal. Ja, sag ich doch, richtig. Frontal ist noch angenehmer als Heck. Ja, diese Scheiße verteile ich hinten, ne? Vorne geht's, aber hinten. Na gut, der Turm oben dreht in alle Richtungen. Vorne unten. Genau, vorne unten, vorne hinten. So, da hast du die 177er so relativ nah jetzt, ne? Die kommen alle beide relativ nah. Und die sind auch nicht so hoch. Ja. Würde ich jetzt sagen, du siehst ja. Relativ. Ja, die wird rechts das Bodenziel von dir anfliegen, die U88, die 288. Und ein anderes Bodenziel ist im Moment nicht übrig, also wird die andere vermutlich sich vorbereiten, auf die Base zu werfen. Aber auf dem Flughafen kannst du ja nicht werfen in dem Modus. Ich wollte gerade sagen, genau. Oh, ich glaube, es dürfte bloß immer respawnen. Ach so. Ja, trotzdem. Geh lieber auf Geschwindigkeit, anstatt dass du jetzt schon höher aufbaust. Weil die Bomber, die kriegst du sonst nicht. Denn die dreht auf jeden Fall die 177. Ja. Gut. Die U88 macht wieder weg, also musst du 177 schon nehmen. Ja, aber jetzt so verlangsamt wurde von hinten anzufliegen. Nee, es macht wenig Sinn, deswegen eher schnell und von unten anfliegen oder so. Weil von unten dürfte die nicht so gut verteidigt sein. Das ist ja auf eigentlich verdammt langsam das Ding, oder? Was? Die 177 und der. Nee, die ist relativ schnell. Aber das ist die Base aufgetaucht, die wird jetzt gleich werfen gehen. Ist er? Erst ja. 500 km/h, jetzt komme ich an Geschwindigkeit erst dran. Schneller werde ich auch nicht. Ja, aber die muss jetzt bitte hin und her wiggeln, damit sie werfen kann. Wahrscheinlich muss sie sogar drehen. Weil das ist relativ. Kannst du schon mal ein bisschen rechts reindrehen, genau.
Ja, das ist aber relativ tief. Also. Ja, die versucht ja ein bisschen zu entsteigen. Ja, du brauchst einen schönen Speed, das ist gut. Ja, ich werde aber nicht wirklich schneller. Die dreht rechts, 30. Die hat er gerade geworfen. Die dreht nach rechts, genau, die hat geworfen. Also wenn du jetzt noch ein kleines bisschen vorausfliegst und dann relativ steil nach oben, die wird nämlich jetzt auf dich werfen. Genau. Deswegen gerade nach vorne noch eine Weile. Dass du relativ gut von unten anfliegen kannst. Dass sie, weil ganz gerade nach unten wird sie nicht unbedingt schießen können. Doch. Oh doch, kann sie. So, jetzt anfliegen, genau. Stimmung. Oh ja, sieht gut aus. Naja, nee, siehste. Aber. Aber Punkte technisch ist durch, das ist natürlich. Ja, schade. Irre. Schade, aber war gut, oder? Ach komm. Schade, ja, wenn es jetzt der letzte gewesen wäre, hätten wir es noch gewonnen. Ach, aber eh noch zu viel übrig. Links von dir noch ein paar kleine Bodenziele, wenn du gleich noch ein paar Punkte machen willst für das Ding. Viel zu weit weg. Das sind bloß noch 130. Da fliegt vor dir noch ein Flug. Wie weit ist denn das weg? Hast du mal anvisiert? Ja, ja. Das kommt, das dreht jetzt aber und kommt in meine Richtung. Unter dir links ist auch noch eins. Nur so als Info. Da kann Max mit den Punkte sammeln heute. Ja, sag ich doch. So gut. Mensch, einer von uns. Ja. Wir haben uns natürlich für Max geopfert, hm? Ja, das war ja. Hat schon wieder, hast du schon wieder einen Piloten rausgesniped? Ja. Alter, was ist mit dir los? Tja, ja, die Piloten-Sniper. Späteren, späteren Spitfire sind ja auch. Oder Seafire ist ja auch nicht Spitfire. Ja, bloß für den Marine. Genau. Erst oder so in einer Minute durch. Ja. Etwas späteren sind sowieso gut. Aber komm, die haben noch ein bisschen anders. Die sind zwar nicht mehr ganz so wendig, aber dafür schneller. Ja, wir haben einfach nie aufgegeben. Bis zum letzten Moment. Ja. Jetzt vor der KI. Stöße. Hast du wieder? Das gibt's doch nie, oder? Öltank gesprengt. Angezündet. Also. Öltank beschädigt. Ja. Und unten links sind noch ein paar leichte Bodenziele. Oder vorne sind noch ein paar leichte Bodenziele. Das sind bloß so 50 Sekunden. Ich mach so ein paar Bodenziele und dann. Alter, hast du bestimmt jetzt Haufen Punkte gemacht, du. 3500. Sagt der Kahn. Das wird sich schön lohnen für dich. Ja, die generieren jetzt rein theoretisch keine Zeitpunkte mehr. Ja, das ist die Zeit aber rum. Naja, 3700 Punkte. Wo ist denn der Drecksack? Der wird nicht nochmal herkommen. Der hast nicht du noch so einen Befehl, wo man das orten kann, den Typ? Ja, bei 10 Sekunden Spielzeit. Achso. Naja, war doch noch spannend. Nee, da haben wir lieber das noch zu Ende geguckt. Hier sind wir bei 28 Minuten. Ja, aber ich meine 6000 EP habe ich gekriegt. Ja, ich 5000 noch was. Warum? Ach, du hast ein Flugzeug abgeschossen, deswegen. Ich hatte ja noch den Flugzeug, genau. Ich habe bloß eins beschädigt. Beschädigt. 3500 Forschungspunkte. Ein Flugzeug ohne irgendwelche Booster. Ne, so Bombe. Das ist eigentlich okay. Das ist so geil. So. Ne, da haben wir doch mal hier. Unter 5 Gutscheine gekriegt. Die Bomben habe ich freigeschalten. Also nehmen wir jetzt auf jeden Fall eher einen Kompressor und einen neuen Kühler. Was ist denn das? Dann einen neuen Motor. Splitterschutz. Genau. Dann Kompressor, ja. Leistung! 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 An der Besatzung, scheißegal. Naja. Besatzung, völlig uninteressant. Da haben wir da heute hier die Lancaster getestet und dann noch zugeschaut, wie hier die Seafire. Es ist aber ein schönes Flugzeug. Ne? Aber ganz schön schwerfällig, das Ding. Alter Verwalter. Ja. Da brauchst du schon, das ist wie so ein dicker Schürze. Es ist schon ein Pummelchen, ne? Ja, schon, bis ja, das Ding hochgeht. Das Kinn sieht auch schon fast so aus wie ein Ja. Hast du recht. Naja,
Dann würde ich sagen, sagt der Michael Cooper mal, ciao. Ja, bis dann gehst du raus. Tschüss, tschüss. Ja. So machst du es auch raus. Auf Wiedersehen. Ja, und sonst? Kommentare schreiben, am Glöckchen spielen, abonnieren nicht vergessen, liken, wenn es euch gefallen hat, definitiv. Und wenn nicht, keine Ahnung. Genau, macht euch einen schönen Tee mit Milch und so. Tschüss.